Folge Rust Never Sleeps. Udo, wir haben dich schon mal in einer Folge gehabt, da ging es um einen Kreiselkompass und einen Magnetkompass. Heute stehen wir hier am Radar. Was hast du dazu zu erzählen? Ich weiß nicht viel drüber, ich sehe da bewegt sich was, aber... Radar, weißt du doch bestimmt, was das ist. Haben sie dich schon mal geblitzt? Ja, ja. Mit dem Auto und dann siehst du, was Radar ist. Hat doch jeder irgendwo eine gewisse Erfahrung mit dem Radar. Ja, aber auf dem Schiff wird der Radar anders genutzt. Also wir haben ja keinen Bußgeldbescheid zu erwarten, wenn wir das Radar nutzen. Radar ist ein sehr, sehr wichtiges navigatorisches Instrument an Bord. Ich freue mich sehr auch, so wie mit dem Kreiselkompass beim letzten Mal, dass wir hier ein Gerät finden, was wirklich noch old-fashioned Style ist. Das ist ein polnisches Radargerät, was also seit in Dienststellung des Schiffes hier in Betrieb ist. Es ist sicherlich mal erneuert worden von der Elektronik her und so, aber grundsätzlich ist es noch so im Originalzustand vorzufinden hier. Und das Schöne, was eben wirklich hier ist, und das kann ich nicht oft genug betonen, ist, dass man diese ganzen alten navigatorischen Geräte und die für die Schiffsführung wichtigen Geräte hier auf diesem Schiff findet, die tatsächlich noch funktionieren. Also du kannst auch hier eigentlich losfahren so? Ja, ja. Also dieses, man sieht das ja, das Radarbild ist hier sehr gutes Radarbild. Ich möchte mal behaupten, dass also dieses analoge Radarbild, was hier produziert wird, von der Qualität und von der Schärfe her teilweise besser ist als das, was digital heute produziert wird, von der Auflösung her auf den modernen Schiffen. Das sagst du, obwohl du in der Digitalisierung der Seefahrt arbeitest eigentlich, oder? Genau, also ja, ja, also mit Radar habe ich nicht viel zu tun, sondern mit Seekarten, digitalen Seekarten. Ja. Aber natürlich kenne ich also moderne Radargeräte, ich kenne deren Bild, natürlich heutzutage auch Flatscreen mit entsprechender Auflösung und. Aber die Schärfe dieses Radarbildes, was analog produziert wird, ist wirklich beeindruckend. Nach so vielen Jahren im Gebrauch, ne? Ja. Also viele, viele Jahre alt. Man kann das ungefähr so vergleichen wie die Musik von der CD, die also gegenüber dem Charme einer Vinyl-Schallplatte auch gewisse Einbußen hat, ne? Also wird ja nicht umsonst noch für die wirklich guten Musiker Vinyl noch produziert, weil eben diese Schallplatten eben verschiedene Vorteile haben, die in der digitalen Welt wahrscheinlich nicht herzustellen sind. So ähnlich muss man das ja auch sehen. Also es ist nicht nur eine Romantisierung oder sowas. Ja, doch auch. Okay. Klar, natürlich. Doch auch. Also natürlich, klar. Aber ansonsten hat dieses Gerät alle Funktionalitäten, die ein modernes Radargerät auch haben. Mit einer Einschränkung. Die Einschränkung ist, den Verkehr mitzulocken. Also, ne, also dieses, man hat sonst so ein Verkehrsverfolgungssystem, ne? Also wo man andere Ziele einmessen kann, wo man dann die Informationen digital sofort errechnet präsentiert kann. Das ist natürlich 21. Jahrhundert. Das hat man hier alles nicht. Das muss man alles per Hand ausrechnen. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme, ne? Wenn wir bei der Romantisierung sind. Ja, stehst du dann daneben, ja, genau. Und musst hier... Nein, also hier wird dann eine spezielle Scheibe aufgelegt. Man hat so einen Fettstift. Ja. Und markiert dann dort diese Radarziele mit dem Fettstift und lockt dann sozusagen die Radarziele mit. Und wenn man dann einen Strich zieht, sieht man ganz genau, wie sich dieses andere, man sagt dazu Radarziel, im Verhältnis zu meinem eigenen Schiff verhält. Und daraus kann ich Rückschlüsse ziehen, ob sich das auf Kollisionskurs zu mir befindet. Okay. Oder, ne, also das ist ganz klar. Also ein erfahrener Nautiker hat das sofort raus, wie er hier reagieren muss. Ne, und deswegen ist es also ganz klar, wie man das benutzt. Das Radargerät selber ist auch unschlagbar für die Navigation. Ne, also Küstennavigation, wenn ich jetzt schlechte Sicht habe oder ich sehe die Küste nicht ganz klar, kann ich hier sofort die Entfernung und die Richtung, ne, das ist also das Radargerät, ist mit dem Kreiselkompass, den wir beim letzten Mal hatten, gekoppelt. Ja. Und ich habe sozusagen eine Peilrichtung und den Abstand. Und aus dieser Richtung und den Abstand kann ich in der Seekarte ganz einfach den Standort des Schiffes ermitteln. Okay. Und es gibt genügend, auch heute noch in der modernen Navigation, gibt also genügend Hilfsmittel, wo ich also diese Radarziele identifizieren kann. Ja, es gibt so aktive Radarbojen, man nennt das RACON, die also hier mir auf dem Radarbild genau zeigen, aha, wenn ich dann in die Seekarte gucke und vergleiche, aha, das ist dieses Ziel.
und das habe ich jetzt eingemessen und jetzt tue ich in der Seekarte konstruieren die Peilung und den Abstand und habe dort punktgenau meinen Schiffsort. Sehr genaues System, also diese Radarnavigation ist sehr, sehr präzise und ich habe hier also immer in kurzer Zeit mir den aktuellen Schiffsort konstruiert, weil Navigation, wie funktioniert Navigation? Ich will von A nach B kommen, das heißt, ich muss einmal die Richtung kennen, ja. Ist klar, das mache ich mit dem Kompass, ne? Und ich muss aber immer wieder den Standort verifizieren, weil ich bewege mich ja nicht auf der Straße, sondern auf einem beweglichen Medium, dem Wasser. Ja. Ne, es gibt Strömungen, es gibt Wind, ne, die großen Spielverderber der Navigation, die mich immer wieder aus dem Kurs herausbringen. Das heißt, ich muss immer wieder kontinuierlich meine Standorte vergleichen und eine Standortbestimmung durchführen. Gerade auch hier, du hast ja im Vorfeld davon, dass die Stubnitz relativ windanfällig ist. Genau. Oder? Also das würde man sozusagen, also da diese Windanfälligkeit des Schiffes und genau die Strömungen Nordsee, ne, Tidenströmungen, Oberflächenströmungen und, da muss man also immer kurze Standortbestimmungen machen, um wieder zu wissen, wo bin ich, ja. Damit ich wieder weiß, wo ich hinfahren muss. Na, ist ganz klar. Heutzutage ist diese Standortbestimmung digitalisiert über GPS, also, ne, also über Satelliten. Wobei das hier auch an Bord ist, natürlich so, klar. Genau. Ja, also, man wäre ja schlichtweg dumm, wenn man auf solche modernen Navigationsmittel, die heute präsent und überall zu kriegen sind, verzichten würde. Ne? Aber ich kann also vollwertig damit navigieren. Ja. Also das ist der Navigationsaspekt, den ich hier mit diesem Radar machen kann. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass ich damit auch fahren kann aktiv. Also ich erkenne, wenn ich auf See bin, schlechte Sicht habe, Nebel, Regen, Schnee oder wie auch immer, kann ich mich mit dem Radar innerhalb des Verkehrs orientieren, kann andere Schiffe erkennen, kann Ausweichmöglichkeiten, was ich vorhin beschrieben habe, um die Schiffsführung oder das Schiff so zu führen, dass ich also sicher durch den Seeverkehr durchkomme. Ja. Ne, also das ist also auch mit Radar, ist auch eins der Punkte mit Radar zu machen. Ne, Radar selber ist also im Zweiten Weltkrieg technisch entwickelt worden, also wie es funktioniert, ist eigentlich vorher schon klar gewesen, mit Erfindung der Braunschen Röhre sozusagen. Die ist ja auch hier am Start. Genau, hier haben wir noch eine original Braunsche Röhre drin. Im Prinzip ist es ein ganz einfaches Prinzip. Man hat ein elektromagnetisches starkes Signal. Ne? Man hat jetzt also richtig, macht richtig Power. Man hat eine Antenne, früher waren das Parabolantennen, ne? Wer kennt das noch so, ne? Die sich dann oben gedreht haben. Ja. Ne? Heute sind das so eine flachen Antennen, die sich auf den Schiffen immer oben drehen. Ne? Haben wir hier oben auch. Und dieses stronge Signal wird losgeschossen. So, zack, 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 geht das durch, also über die Erdoberfläche und überall hier geht dieses strenge, gezielte Signal wird los und trifft auf irgendein Hindernis. Ja. Und dann ist es wie ein Regentropfen, der auf eine heiße Herdplatte kommt, ne, macht Patsch und überall hat man sozusagen die Reflexion dieses, ja, Signals. Und so, und jetzt ist der Trick an der Sache, und das muss erstmal technisch durchgeführt werden, dass in Bruchteilen von Sekunden zwischen dem Aussendung dieses starken Signals und dem Umschalten und das Lauschen, das empfindliche Lauschen für das Echo, ja, diese Umschaltsache, die musste technisch gelöst werden. Heutzutage völlig simpel, ist technischer Vorgang, aber damals, wo es nur Röhren gab, eine ganz große Schwierigkeit. Und die Röhre, die diesen Schaltvorgang gemacht hat, nannte man Mischkristall. Mischkristall. Mischkristall, genau. Ja. Und der hat faktisch immer in Bruchteilen von Sekunden immer diese Umschalten. Immer senden, zack, umschalten, empfangen. Senden, zack, umfallen. Okay. Und dann wurde dieses Signal, also man hat hier praktisch diesen Peilstrahl, den man sieht, ne? Und dann immer, deswegen dreht die Antenne sich auch, das sieht man hier sehr schön, wie sich die Antenne immer dreht. Also das ist auch die, die jetzt oben sich, genau, dreht. Genau. So, und der sendet und empfängt. Und immer wenn er was empfängt, dann bringt er hier einen Lichtpunkt drauf. Und die Braunsche Röhre hat, wie beim Fernsehen, hat oben eine Oberfläche, die so nachleuchtet. Also der Lichtpunkt, wenn man jetzt hier sozusagen hier diese in der Braunschen Röhre die Anoden, ne, und diese Platten, die das im Prinzip diesen Punkt aus dem Mittelpunkt herausbringen, wenn man die ausschalten würde, würde man nur noch diesen einen Punkt haben. Ich meine, so die Generation, ihr seid ja nur eine Generation, die nur digital das kennt, aber früher, wenn Fernseher kaputt war, hatte man nur noch einen Lichtpunkt. Ja. Ne, also da war nur der eine Punkt noch in der Röhre. Ne, und das wäre hier genauso. Und
Und was du hier siehst, dieses Bild ergibt sich dadurch, dass diese Oberfläche nachleuchtet. Ja. Das ist im Prinzip, was du hier siehst, nur ein einziger Punkt, der immer hier lang wendet und im Prinzip dieses Bild hier produziert. Ja, und das macht dann, dass man im Endeffekt hier die Elbbrücken sieht und so weiter. Genau, ja. Ja. Also die Elbbrücke sieht man ja da hinten. Das heißt, das Signal schießt dahin, ja, wird von der Elbbrücke reflektiert und dann eben über diese alte Technik, hier sind natürlich schon Transistoren verbaut, ne, das ist schon etwas moderner, ne, im Prinzip wird dann hier als Lichtpunkt angezeigt und dadurch, dass es kontinuierlich sich immer wieder dreht, ergibt sich dadurch dieses Radarbild. Und das hat man damals erkannt. Und warum wollte man das machen? Natürlich, das ist bekannt, weil es hier dann mit dem U-Boot-Krieg, ne? Also ja, die U-Boote haben sich im Nebel und Dunkelheit herangeschlichen und haben die englischen Schiffe torpediert. Und da haben die Engländer sich gesagt, also hier können wir was Besseres, damit wir die entdecken. Und dann, was sich natürlich dramatisch für die U-Boot-Besatzungen ausgewirkt hat, kennt ja jeder, ne? Also die Filme gibt es ja genügend darüber. Dadurch hat man mit dieser Radarmöglichkeit konnte man eben bei schlechter Sicht die Schiffe sehr genau orten und dann in Abwehrmaßnahmen einleiten, was sich eben, wie gesagt, sehr dramatisch für die deutschen U-Boote ausgewirkt hat im Zweiten Weltkrieg. Das System hat sich seitdem nicht verändert, ist heute noch genauso, natürlich genau wie bei dem Kreiselkompass, alles digitalisierter, ja, ne? Es wird eben das, was hier sozusagen mit Transistortechnik und Röhrentechnik umgesetzt wird, wird heutzutage natürlich auf moderne Bildschirme, Flachbildschirme umgesetzt, aber das System ist immer noch das gleiche. Mhm. Ja. Alles klar, das ist der Radar. Wir haben ja auch diese Reihe, da wird man dich schon gesehen haben, wenn das hier ausgestrahlt wird, Radar, wo wir mit Leuten über Kultur, Gesellschaft, Musik machen, ja, und so weiter reden. Da kommt so da ein bisschen die Idee auch hervon, ne? Ja, genau. Also Radar ist schon in der modernen Navigation ein entscheidender Schritt gewesen. Ja. Also das muss man so sagen. Ne? Also da man hat eben dadurch die Möglichkeit, unabhängig von irgendwelchen Leuchttürmen und solchen Dingen eben zu navigieren und eben sich zu orientieren. Das, was ich im Prinzip alles schon erzählt habe. Ja. Ja, schön. Der Radar. Das Radar. Das Radar.